So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren, ja, Let's Test von dem Spiel Child of Light. Wir haben das ja schon mal gespielt und dementsprechend kennen die meisten das schon. Ich mache das alles ein bisschen leiser. Und dann läuft das schon mal besser. Wir machen ein neues Spiel. Einen normalen Schwierigkeitsgrad. Ich wollte einen Let's Test zu dem Spiel auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ich habe das schon mal gespielt. Das hat Ubisoft. Kind, geh zu Bett. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Von Lemuria, einem längst vergangenen Reich. Und einer Maid, die den Ruhm musste wählen. In Austrias Kronland einst ein Herzog regierte. Ihm ward Aurora zur Tochter geboren. Einer geheimnisvollen Herzogin Kind. Der Vater hatte sie zum Liebling erkoren. Allein zog er das Mädchen groß. Nie bereitete er ihr Schmerz. Doch einsam suchte der Herzog Trost und verlor in einer Nacht sein Herz. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 1895 zur Osterzeit. Musikanten spielten für den Herzog auf. Die neue Braut an seiner Seite. In der Nacht fiel Aurora in Schlaf. Der Kamin brannte nicht mehr heiß. Ein Schauder breitete sich aus. Ihr Körper war so kalt wie Eis. Am Morgen fand man sie starr. Erloschen war Auroras Licht. Ihr Vater weinte und flehte. Doch einen Zweifel gab es nicht. Aurora war tot. Sie sagte kein Wort. Und doch, es war einmal vor langer Zeit, da erwachte sie an wundersamem Ort. Ja. Ich habe das ja schon mal gespielt mit euch und habe das eigentlich komischerweise sehr schön empfunden. Ich mag ja generell so Spiele, die so ein bisschen melancholisch sind. Ich habe dementsprechend ein Overlay gemacht, den Rahmen habe ich noch mal ein bisschen bearbeitet, hier den Blumenrahmen. Wo bin ich? Ich muss träumen. Ich habe mir gedacht, mindestens mal ein Let's Test zu dem Spiel. Ja, Ubisoft, ich habe das Spiel mir angelegt, als Ubisoft das im Rahmen der Corona-Aktion verschenkt hatte. Also es war ein Giveaway. Und dementsprechend habe ich einfach mal Lust. Es ist schön. Optisch gefällt mir das sehr gut aktuell. Von daher muss ich einfach mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe das jetzt kaum noch im Kopf. Ich habe das mal gespielt, fand es irgendwie toll. Daher wusste ich davon noch Bescheid. Ich meine, ich habe das Overlay ja nicht umsonst gemacht. Mädchen und der Glühwurm. So, wir spielen hier die kleine Aurora. Vater, erwecke mich aus diesem Schlaf. Was mir hier auch sehr gut gefällt, ist halt, dass hier in Gedichten gesprochen wird. Ich muss sagen, es hat wirklich einen schönen Charme. Rechts zum alten Kloster. Komme ich hier hoch? Nein. Wälder schwärzer als die Nacht. Schatten voller Niedertracht. Okay, die Steuerungen sind natürlich mit dem Gamepad. Und dementsprechend werdet ihr auch die passenden Knöpfe sehen. Kann ich eigentlich doppelspringen? Nein. Na gut. Es ist aktuell sehr schön. Hab Mut und trotze diesem Grauen. Okay, aber wie? Muss ich jetzt hier hoch? Ich meine, ich kann mich ja... Ich kann mich noch halbwegs an das Spiel erinnern. Von daher ist es ein bisschen semi-blind. Mir persönlich, wie gesagt, mir gefällt die Aufmachung sehr. Auch, dass hier ein Reim gesprochen wird, gefällt mir sehr. Aus kalter Luft ist dieser Traum. Dunkle Geister schwirren von Baum zu Baum. Ich werde hier wirklich alles vorlesen, weil ich mag solche Gedichte und solche Reime. Die mag ich einfach. Ich finde es eigentlich ganz cool. Nein, erwache, erwache. Albtraum, lass mich los. Was mache ich hier bloß? Vater, wo bist du? Mein Kummer ist gar groß. Kann mir jemand geschwind darlegen, warum Wasser fließt ganz ohne Regen? Wer spricht? Ich, fort mit dem Tau. Fort mit dem Tau von der Wange.
das steht euch nicht, entstellt euch sehr. Ein Glühwürmchen, jetzt wird mir bange, mein Mahl war heute wohl zu schwer. Essen klingt gut, doch bin ich verwirrt. Kennt ihr vielleicht eine Aurora? Sicher, Herr, ich bin sie. Ein Herr, seid ihr nicht eine Signora? Oder ein Kind der hiesigen Flora? Hört auf mit dieser Narretei, ich bin Aurora, sag ich dir. Oh, hab ich's doch gewusst. Also dann folgt mir. Eine Dame wartet, eine Seherin mit Haar lang wie Bach, mit Haut aus Moos und leuchtendem Blick. Vielleicht weiß sie, wie ich aus diesem Traum erwach. So, wir können jetzt, glaube ich, den Kleinen hier mit dem rechten Stick steuern. Wisst ihr was? Wir nehmen uns jetzt einfach mal kurz die Zeit. Okay. Die Reihe passt auch. Okay, wieso? Na gut, dann muss ich das mal anders machen. Ist das hier drin? Ja. So, ich werde euch mal kurz den Controller anmachen. Ich denke mir, warum eigentlich nicht? Können wir ruhig machen. Ich meine, beim Let's Test können wir ruhig ein bisschen Spielerei haben. Ist das wirklich eine Fensteraufnahme? Muss ich nochmal in anderen Dingsbums gucken? Okay. Fensteraufnahme. Existierende. Die da. Machen wir die rot. Machen wir die kleinen hier so unten dran. So ein bisschen zum Herzchen. Wunderbar. Ein bisschen größer können wir sie noch machen. Hier unten. Warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn wir... Oder wir könnten das hier oben hin haben. Hier oben so hin und ein bisschen größer machen. Ja, gucken wir mal. Wir können ja solche Sachen antesten. Warum nicht? Dazu ist ja das letzte Test so ein bisschen da. Nutze den rechten Stick, um den kleinen zu bewegen. Das hier, um die hier zu bewegen. Und ja, ihr seht's ja. Oha. Da hinten läuft ein Riese. Das merkt man im Controller. Nanu, was tragen denn diese Äste? Seltsame Zauber, von kleinen Händen gemacht. Wusstet ihr es nicht? Das sind Wünsche. Wünsche des Lichts in dunkler Nacht. Die Goldgelbe führt noch zu größerer Pracht. Also wir müssen... Genau, wir kriegen da Punkte und Energie. Wünsche sind köstlich. Los, greift zu. Wartet, bis über die Nacht Vater Kunde hergebracht. Okay, also so ungefähr. Diese Dinger müssen wir einsammeln. Und wenn... Wir können sie natürlich einsammeln, wie wir wollen. Aber die meisten Punkte kriegen wir, wenn wir es halt so machen. Und dann gibt es halt noch irgendwie diese lilanen und diese grünen Teile noch dazu. Die füllen unsere... hier oben links, die grünen Sachen füllen unsere Lebenspunkte. Die orangen füllen unsere Mana. Und die blauen füllen die Energie von dem kleinen Wurm. Der kann nämlich auch später leuchten, glaube ich. Was haben wir denn hier? Jenseits des Baumes, unser Weg muss liegen. Doch können wir dorthin nicht fliegen. Ja, da müssen wir lang. Gefangen, die Tür ist versperrt. Ein rundes Zepter, ein durchsichtiges Gefäß. Die Lösung ist klar wie Kristall. Herr Glühwurm entflammt das Gefäß. Gesäß. Aber wir kennen uns doch kaum. Nun macht, dann werden wir schauen. Wo die drei Zepter hinlanden. Wir müssen die Symbole zusammenpassen. So. Wir können jetzt, genau. So, hier müssen wir ein bisschen mit dem Licht spielen. Ja. Wunderbar. Herr Glühwurm, wir können weitergehen. Ah, wunderbar. Und wer lässt nur eine Tür hier stehen? Ja, oben links sieht man, wenn der leuchtet, vergeht natürlich die Energie.
und die füllt sich mit der Zeit auf oder aber Wünsche. Nimm das holde Schwert an dich, o holde Maid, es wird so langsam Zeit. Wer hat gesprochen? Etwa ein Geist, die Dame des Waldes hier verkehrt. Während wir hier fangen sie verehrt. Nun nimm das Schwert, liebes Kind, und mach geschwind wie der Wind einen Druckerprint. Entschuldigung, ich kann einfach bei diesem Spiel nicht anders. Ich muss so anfangen. Es ist ganz leicht, doch schwerer als das Kind. Los, lauft, sonst macht uns dieses Biest kein Zwei. Zum Glück führe ich ein Schwert, wie in diesem Traum. Oh, die Kleine mit dem dicken Schwert ist ganz goldig. So, okay, wir müssen warten. Jetzt können wir vorbrechen. Wir können fliehen, wir können Gruppe. Das bedeutet, wir kriegen bestimmt noch irgendwelche Leute. Wir können Tränke nehmen, wir können abhauen, wir können handeln. Wir können verteidigen oder Hieb. Hieb braucht die Zeit Mittel. Das bedeutet, ja, wie die Zeit vergeht. Wenn etwas schnell ist zum Beispiel. So, wir haben jetzt Ärger bekommen. Da können wir jetzt... Genau, wir können den Gegner verlangsamen, indem der kleine Glühwurm hier anfängt, hier den Gegner rumzuleuchten. Das machen wir mit L2, also mit dem Left Trigger. Und ja, damit können wir eigentlich die Kämpfe so ein bisschen manipulieren. So, hier können wir die Gegner ein bisschen... Wenn wir zuerst dran sind, dann machen wir einen Überraschungsangriff. Genau. So habe ich das noch im Kopf. Gegner halten mit LT verlangsamen. Okay. So, okay. So, das können wir noch weitermachen. So, hier können wir noch mal ein paar Sachen sammeln. Die hier unten, diese Wünsche, die helfen uns so ein bisschen. Stufenaufstieg, Lebenspunkte 6, Mana-Punkte 1, Stärke plus 2, Verteidigung von plus 5, Magie plus 3, Magie oder Magie? Maggie von den Simpsons, Magie wie Magie oder Magie wie Magie das Suppengewürz. Wähle eine neue Fähigkeit für Aurora. Wir haben jetzt hier einen Fähigkeitenbaum. Da können wir jetzt entscheiden. Ein mächtiger Hieb gegen eine einzelne Kreatur. MP-Aufwertung. Erhöht die MP dauerhaft. Ein mächtiger Lichtangriff mit einer Chance von 10%, die anvisierte dunkle Kreatur sofort zu töten. Licht ist eine starke Waffe gegen das Dunkel. Was haben wir hier? Sternlicht. Ein Lichtblitz gegen eine einzelne dunkle Kreatur. Licht ist eine starke Waffe gegen... ich würde gerne mal den Lichtstrahl machen. Wir haben jetzt keinen Punkt mehr. Okay. Okuli, kommt bestimmt später noch. Das sind so Upgrade-Stationen. Ich bin seine Tochter, das ist doch klar. Was haben wir denn da? Obi, fein. Jetzt laufe ich durch das Wasser. So obendrein. So, das war natürlich jetzt Überraschungsschlag, Angriff von hinten. Okay. Da muss man uns einfach nur hinter das Monster stellen. Alles klar, ich verstehe. Das müssen wir gar nicht blenden. Ich stelle den trotzdem mal hier hin. Machen wir mal Lichtstrahl. Ah, sehr lang. Da sieht man, die Vorbereitungen dauern regelrecht lange. Aber dafür... Also da müssen wir schon echt überlegen, was wir machen. Das ist eigentlich ganz cool. Das gefällt mir. So, Heiltonikum. Heiltonikum stellt 50% Lebenspunkte wieder her. Das ist ganz gut. Aber wenn wir diese Wünsche hier einigermaßen sauber ernten, müssen wir das gar nicht so aktuell machen. Ha! Hast du wohl gedacht? Er wollte uns angreifen und da konnte ich den mit dem kleinen Gnom hier noch ein bisschen... angreifen. Okay, der ist hinüber. Den verlangsame ich mal. Hoffentlich hat der Kleine noch genug Energie. Wenn der Gegner auch in der Vorbereitung ist und wir ihn angreifen, können wir ihn bis zum gewissen Grad zurückstoßen. Dann kann er... Dann wird er so ein bisschen zurückgestoßen. Also muss er wieder ein bisschen Vorbereitungszeit haben.
Ich muss sagen, es ist ein schönes Spiel. Gefällt mir. Ich mache nochmal Sternlicht jetzt erstmal. Ist ja jetzt so ein Let's-Test-Spielstand, da kann man alles noch ein bisschen antesten. Halte LT, damit es leuchtet. Ja, das wissen wir schon. Und wenn die aufgehört haben zu blenden, dann können wir die angreifen. So, machen wir einen normalen Hieb, ha? Auf den hier. So, der müsste jetzt auch hinüber sein. So, jetzt hier drüber. Schön verlangsamen. Energie wiederherstellen und der ist hinüber. Wunderbar. Hier links gibt es das gleiche nochmal. Ja, läuft ganz gut. Kann ich nicht meckern. Oh, super. So, ich will aber trotzdem mal gucken. Ja, ist okay. Ich muss sagen, es ist ein schönes Spiel. Also schön ist auch gar nicht. Ist auch eines der ruhigeren Spiele. Wahrscheinlich habe ich aktuell relativ viele Spiele, die eher ruhig sind als irgendwie argwöhnig fesselnd oder so. Aber nein, ich komme da nicht mehr runter. Ich wäre da eigentlich da unten gerne nochmal lang gegangen. Naja, wir kommen ja bestimmt zurück. Ansonsten können wir das für den Fall, dass wir ein Let's Play machen wollen, können wir dann dort nochmal ein bisschen genauer angucken. Ihr könnt auch gerne sagen, wie ihr das Overlay so ein bisschen findet, etc. etc. Ich habe mir einfach mal gedacht, mache ich mal was Schönes. Nein, warum bewegen die sich so schnell? Rechts zum Altar, Kloster, zum alten Kloster, nicht zum Altar, sondern zum alten Kloster. So, dann wollen wir mal. Überraschungsangriff. Okay, altbewährte Taktik. Normaler Hieb reicht aus. Blenden. Rüber. Der ist hinüber. Den blenden, dass wir vorher vor ihm angreifen. Und das sollte jetzt ausreichen. Wunderbar. Das nochmal einsammeln, dann hat der Kleine wieder Hund. Ah, super. Schön. Doch, wirklich. Sag ich ganz ehrlich, es ist einfach ein Spiel, das mir gefällt. So von der Optik her. Wenn sich gewünscht wird, können wir das auch nochmal irgendwann als Let's Play im Angriff nehmen. Trotzdem werde ich das einfach privat nochmal spielen und einfach mal gucken, wie es sich dann anfühlt. Nicht, dass ich es im Let's Play habe. Der Anfang gefällt mir und das Mittelteil vom Spiel gefällt mir nicht. Von daher, wir haben aktuell genug Sachen. Schade, dass es keine extra Sachen gibt. Das kannst du wirklich nur gebrauchen. Der Kleine ist auch übrigens, soweit ich weiß, auch unsterblich. Sprich, ich glaube, die Monster hauen dem jetzt nichts um. Was haben wir hier? Kra, kra! Wer ist hier nur so töricht? Steine im Boden, die wachsen doch nicht. Ich glaube, dass irgendwas passiert. Wir müssen... Ist das die Schwelle des Todes? Und das ist so ein Fantasy-Reich, wo wir... Ich weiß nicht. Müssen wir die angreifen? Die sieht so traurig aus, wenn die geblendet ist. Oh nein! Ich würde gern mal... Nee, handeln. Hieb. Sternlicht. Sternlichtstrahl dauert sehr lange, aber ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Eine gequälte Seele. Verwundbar durch Licht eine Schattenkreatur. Wunderbar, dann haben wir sie doch. Objekt gefunden. Zaubertrank. Okay, können wir hier irgendwie noch ein bisschen... Na komm, komm Aurora, komm. Ich muss mal gucken, ob ich mich hier an die Stunde halte oder nicht. Je nachdem. Weil ich glaube, man braucht hier keine ganze Stunde. Okuli erhalten. Befestige Okuli an Ausrüstung, um Charakterwerte zu steigern. Okay. Vereinige Okuli, um stärkere Okuli herzustellen. Drücke den Herstellungsbutton, um die Kombination zu betätigen. Okay. Ungeschliffener Rubin. Fügt Nahkampfangriffen Feuerschaden hinzu. Feuer ist stark gegen Erde. In der Verteidigung habe ich einen 8%igen Feuerwiderstand und wenn ich den als Accessoire trage, bekomme ich 4 Max-LP. Was ist Geschenk?
Aber ich denke mal, die 4 Max-LP sind ganz gut. Oh, wir kriegen Dingsbums. Wir kriegen neue Fertigkeitspunkte. Erhöht die Magieresistenz dauerhaft um 5. Ausweichen, Gegenangriff, 10%ige Chance. Okay. MP-Aufwertung, Stärkeaufwertung. Macht das Sinn? Was haben wir hier? MP-Aufwertung, Magieaufwertung. Erhöht die Magie dauerhaft? Ich würde sagen, ich würde die Aurora auf Stärke machen. Gehe ich hier lang. Da mache ich beim nächsten Mal Stärke hier drauf. Verteidigung, Ausweichen. Ich glaube, das ist hier so der passive Skill für Krieger. Die so ein bisschen tanky. Hier so ein bisschen Ausweichen. Magieresistenz, Ausweichen. Gegenangriff, Verteidigung aufwerten. Magieresistenz, Magie, MP etc. etc. Und hier sind so die Zaubersachen. MP, Magie, Magieresistenz, Schaden erhöhen. Ja, das sind so Fertigkeiten. Ich glaube, das sind wirklich so Fertigkeiten oder so. Sieht eigentlich interessant aus. Mit ihren Tapse. Mit ihren Tapse-Dingern. Tap, tap, tap. Okay, die Frage ist: Wo geht's hier lang? Wow, hat mich das erschreckt. Ich habe damit jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mich jetzt... Ich habe das nicht gesehen. Oh, das hat mich jetzt extrem genervt. Ich habe keine MP. Dann mache ich das auch so. Die kann ich nämlich auch sammeln. Ja, super. Ist der hinüber? Nein, ist er nicht. Ich hätte vorher den hier angreifen sollen. Der haut mich nämlich jetzt... Ja, genau. Unterbrochen. Das ist ärgerlich. Verteidigung schützt vor Unterbrechung. Ja, die Frage ist, wie verteidige ich? Dann mache ich den erstmal fertig. Schaffe ich es? Nein, schaffe ich nicht. Okay, da hätte ich jetzt vielleicht, so, jetzt wo die Zeit stehen bleibt, kann ich das einsammeln. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Mana. Na, das war jetzt nicht so schlau, aber es war okay. Jo, ich bin noch, ein bisschen erschöpft, sage ich ganz ehrlich, von Dingsbums, von der Dayland-Aufnahme. Da habe ich heute schon wieder, wie gestern, auch mal wieder 4 oder 5 Parts aufgenommen. Stellt 50% Lebenspunkte in mir, 75% füllt Lichtanzeige wieder auf. Das ist cool. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir das groß brauchen, weil die Lichtanzeige füllt sich eigentlich ganz gut auf. So, ohne jetzt Probleme zu haben. Aber, na komm mit, kleiner Mann. So, stellen wir uns hinten dran, dass wir wieder einen Überraschungsangriff machen. So, zuerst mache ich den kleinen hier. Handeln. Okay, den muss ich jetzt nicht mehr blenden, aber den blende ich. Es macht natürlich auch nur Sinn. Sternlicht lang. Sollte passen. Die ist nämlich, eine Schattenkreatur und ist verwundbar. Super. Und ich habe wieder eine Stufe und kann das Zeug sammeln. 6 Lebenspunkte, 1 Mana, 2 Stärke, 5 Verteidigung, 5 Magieresistenz. Oh, super. Und ich habe einen Zaubertrank gefunden. Das ist cool. So, was habe ich gesagt? Ich wollte hier oben erstmal lang, um die Stärke ein bisschen zu erhöhen. Verteidigung etc. etc. Ja. Ich finde diese tapste Sachen. Hoffentlich hört man das, weil ich ja die Game-Musik ein bisschen laut leiser gemacht habe. Aber es passt. Okay, wir kommen hier nicht mehr zurück. Das bedeutet... One-Way-Ticket. Aurora. Die Tür ist zu. Wir müssen sie öffnen. Und zwar im Nu. Okay, da müssen wir doch da hoch. Bedeutet wahrscheinlich da lang. Na komm mit, kleiner Mann. Ich find's cool, dass man die so ein bisschen zu zweit steuert. Ich glaube, man kann das auch im Multiplayer spielen. Wo ein Spieler den Kleinen steuert und der andere halt den hier. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Oh nein, ich bin eine gequälte Seele. Da ist eine Tür, da können wir hin. Warte mal, wenn ich den mit einem Hieb normal schlage, dann müsste das doch passen. Okay, jetzt bleibt die Zeit stehen. Der Kleine erholt sich auch nicht. Das ist aber eigentlich ganz okay. Handeln. Sternlicht, Lichtstrahl. Ich würde sagen, normales Sternlicht reicht aus. Und... Piu, piu! Wunderbar. So, dann sammeln wir das nochmal. Weiß nicht, ob das was bringt. Haben wir eigentlich einen neuen Fertigkeitspunkt? Nein. Macht das Sinn, da hinzugehen? Na, wenigstens haben wir ein bisschen Mana bekommen. Okay, das ist auch wieder eins dieser schönen Rätsel. Der Kleine zeigt uns, okay. Das Kleine, okay, ich verstehe. Wie kommen wir hinauf? Kannst du es mir sagen? Ich wünschte, Flügel könnten dich dorthin tragen. Aurora, erleuchte die Okuni. Alles klar, dann lass es mich wagen. Nicht versagen, sondern sagen, lass es mich wagen, auf dass wir uns vertragen. Okay. Ah, was glaubst du, schmoren sie in diesen Behältern? Doch keine Kinder? Oh nein, vielleicht gar ihre Eltern. Ich mag es. Ich hab es gern. Wirklich. Warte mal, lass mich mal ganz kurz was überlegen. Mal ganz kurz was überlegen. Ja, das muss hier runter. Okay, 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 okay. Super. Da kommt schon klein Aurora. Das machst du super. Wunderbar. Das Ding ist so schwer. Ach komm, das schaffst du, Mädchen. Wunderbar. Komme ich hier so hoch? Nein. So, das müsste aber reichen. Wo will das hin? Hier geblieben, du oller Lümmel. Okay, das geht jetzt nach oben. Okay. Ah. Okay. Das geht jetzt automatisch Stück für Stück nach oben. Kann ich da runterfallen? Nein, okay. Wunderbar, das bedeutet, die Aurora muss es einfach im richtigen Moment auf die Plattform schieben. Und wir kommen dann auch drauf. Dann halt das mal fest, Mädchen. Mensch, was eine lange Mähne die Kleine hat. Wunderbar. So, gibt es hier aber noch was? Ich weiß es nicht. Ich komme hier eh wieder hoch. Sieht aber nicht danach aus. Okay. Na gut. Nachgeguckt ist nachgeguckt. Jo. So, das darf nicht runter. Und hier geht's weiter. Okay. Nein, falsch. Ist egal. Okay, die Tür müssen wir mit X betreten. Nein, die Geister. Sie wollen mir ans Kleid. Doch, ihnen zeige ich es, wenn es ist soweit. Da mache ich mich breit, vermaledeit. Von hinten greife ich an für den Überraschungsschlag, wie die kleine Aurora es doch gerne mag. Den Golem, den haue ich entzwei, mit dem Sternenlicht zu Brei. Trostlose Bö. Das finde ich nicht so schön. Hieb. Ja, erstmal den Hieb. Okay. Der wird dann unterbrochen, obwohl das eigentlich. Okay, bevor aber hier irgendwas ist, will ich das da unten nochmal sammeln. Das sollte eigentlich gehen.
ich den Sternenstrahl ein bisschen verlangsamen. Das Sammeln. Dann haben wir wieder... Nein, ich habe das Mana zu schnell gesammelt. Na gut, macht ja nichts. Ist alles gut. Ein Objekt gefunden. Starker Feennektar. Was ist starker Feennektar? Gibt 100% LP und 100% Mana zurück. Ist das so wie so eine Art Fee in der Flasche? So, dass ich... Da, sie offen. Das ist gut. Aurora, sei bloß auf der Hut. Böses wartet im Busch. Und wartet auf deinen Verdrusch. Doch versage nicht, kleines Kind. Und du bist gewappnet. Mit dem Schwert vom Wind. Das ist schön, dass die Habacht so ein bisschen rötlichen Saum verlässt. Endlich sind wir an unserem Ziel. Vorsicht, hier wirkt ein Zauber, ganz subtil. Hinter Glas brachte mich dieses gemeine Rankenspiel. Oh je, hoffentlich reime ich euch nicht. Okay, rot. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ah. Nee, das ist lila. Grün. Ja. Ah, okay. So funktioniert das. Und das da. Dann haben wir irgendwen befreit. Wer wagte, sich der Königin der Nacht zu widersetzen? Ein kleines Nichts mit Locken ganz rot. Doch ihr bringt mir nicht den Tod, denn den bringe ich euch. Drum seid nicht enttäuscht. Trau deinen Augen nicht, das ist nur ein Traum. Mir scheint's real, die wollen unseren Tod. Ach Mist, ich weiß halt nicht, wie ich mich da... Ob es da irgendwas gibt, was ich halt so schnell machen kann. Hält LK gedrückt über einem Gegner. Ja, das bringt halt nichts. Ach Mist. Den Hieb machen. Nee, kann ich nicht. Ich kann das Zeug sammeln. So, zwei Mana. Das war jetzt nicht viel. Na gut, dann mache ich mal Sternlicht MP4. Schwingendes Merkurs. Okay, der wird jetzt ein bisschen schneller. Der macht also einen Status-Buff. Ist okay. Dafür haben wir den jetzt platt gemacht. Den müssen wir jetzt stark verlangsamen, aber... Oha. Ich finde es ja goldig, wie die Kleine immer anfängt, ihre... verteidigen Hieb. Warte mal, Tränke. Kurz, stellt 50% Lebenspunkte wieder her. Interessiert mich nicht. 75% Mana ist vielleicht ganz gut. Dafür geht das recht schnell. Den verlangsame ich jetzt. Ah, der Kleine ist schwach. Stern ist lang, mittel. Ach, Mist. Wir müssen Wünsche sammeln. Das habe ich am Anfang zu viel gemacht. Mach ich mal ein Sternlicht. Schaffe ich das? Ach, Mist, ich hätte sehr lang machen sollen. Jetzt. Nein! Oh, der ist viel zu schnell. Oh, ist das gemein. Aber der hat mich nicht angegriffen. Das ist gut. Okay, super. Jetzt verlangsame ich den nochmal. Ach, Mist, der Kleine ist erschöpft.
Oh je. Aber zum Glück hat er sich jetzt nur gebufft. Das ist okay. Oh, Stufe 6. Wunderbar. 7 Lebenspunkte. Ein Mana-Punkt. Okay, also ein MP. Eine Magie. 2 auf Magie. Magieresistenz. Wunderbar. Magie-Sternstaub. Objekt gefunden. Oh, klingt super. Ich muss sagen, so ein bisschen Lust habe ich schon auf das Spiel. Aber ich sag's mal so, ich habe so viel Lust auf so viele Spiele. Das ist Aurora, gute Frau. Madame, im Traum gefangen. Doch bin ich bereit zu erwachen. Kind, eine Vision, nimm meine Hand. Ich muss da echt mitlesen, weil die Texte einfach automatisch weitergehen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Von daher... schien die Sonne über einem Land, voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen, Alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein, eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Sekunde. So ist besser. Machen wir es so. Ergreifend, Madame, sind eure Worte. Nun weckt mich auf. Ich danke sehr. Red nicht so fad. Fallt ihr in Schlaf? Ich spreche wahr und keine mehr. Um uns liegt das Land Lemuria. Mein Kind, ich mache dir nichts vor. Das einzige Weg ist ein magisches Tor. Ein Spiegel mit einem Thron davor. Gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg führt dich heim. Verbanne das Dunkel mit aller Macht. Befreie Sonne und Mond, damit das Licht uns wieder lacht. Nein, unmöglich, mein Vater erwartet mich. Der Glühwurm versprach mir schnelle Hilfe. Wisst ihr, auch einen Namen habe ich. Versagt nicht, mein liebes Kind. Ich schuf Igniculus, euch zu helfen. Ein Käfer groß wie eine Nadel, zu wenig, wie ich find. Die Gestirne zu holen, schaffe ich wohl kaum. Versag nicht, mein liebes Kind. Sonne und Mond such im höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin zurück, von wo du kamst. Vorbei am Altar, wo du bist erwacht. Durch des Baumes Dornenkleid. Unterwegs wird Hilfe dir gebracht. Wie erreiche ich den Himmel und wie die Sterne? Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Öffne die Augen, schweif nicht in die Ferne. Da ist ein Geschenk von der Dame des Waldes. Oh, welch Wunder, welch Erstaunen. Die Kleine kann. Hat Flügel wie Feen. Ich flieg wie eine Fee, wie aus dem Nichts. Aurora, du bist ein Kind des Lichts. Hör gut zu, behalte die Zauberkrone auf dem Haupt. Setz sie nicht ab, verstehst du nie. Noch ein letztes, bevor ich von dannen zieh. Solltest du je versagen, dann spiele sie. Danke sehr, aber wofür ist sie gut? Ich hör dich nicht, Kind, sei auf der Hut. Leb wohl. Aber ich muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgeben bin ich von endloser Nacht. Ach, schön. Ich mag das einfach. Drücke A, um zu fliegen. Njui! Hui! Und so wanderte Aurora durch den Forst fern von daheim. Nur die Sterne zum Herzen. Vom Glühwurm begleitet, ansonsten allein. Besorgt um das Wohl der Familie, die nicht mit ihr kam, suchte sie nach Sonne und Mond, nach ihres Vaters Arm. Und irgendwo in der Nacht, lauernd auf einem Thron im Dunkeln,
wartete Umbra, die Schlemme, auszulöschen, Auroras Funken. So, so, da will uns also die Königin der Dunkelheit ans Leder. Auwei, so fühlt man sich dabei. Flieg, Aurora, du bist frei. Welch wunderschön, welch schön Versagen. Über Fliegen würde auch ich nicht klagen. Frei von Sorgen, frei von Leid, wird es für meine Flügelzeit. Nach links müssen wir fliegen, dann werden wir des Dornbaumens sicher gewahr. Hoch, Inignulus, versuch mich einzukriegen. Ein Rennen mit dem Glühwurm fliege ich gern, von nah oder fern, von Mond und Stern. Da bin ich dabei und alles zu holen. Bekenntnis Nummer 1. Das ist ein Bekenntnis. Ich lese es vor, ich habe einfach Lust drauf. Die Zeit läuft wie nichts. Die Zeit... ich muss mich erstmal sammeln. Der Zeitenläufte waren uns nicht hold. Götter vergessen in Tempeln verblassen. Götter vergessen in Tempeln verblassen. Leer ist der Palast von allen verlassen. Man Staubknäule einsam durch die Flure rollt. Unter mattem Rost glänzt des Thrones Gold. Fäulnis konnte das Gemäuer erfassen. Die Geschichte, der Geschichtestaub wurde liegen gelassen. Er blindet die Fenster ganz ungewollt. Die Entdecker stehen wie Staunen so fahl. Lieder geschlossen, Kopf leer wie der Saal. Aber alle Hoffnung in der Zukunft erstarb. Das Gestern wird kampflos, unrein und matt. Alte Größe, ein unbeschriebenes Blatt. Ihm droht die Aussicht auf ein finsteres Grab. Okay. Wir haben eine neue Fertigkeit gefunden. Ja, machen wir mal verteidigen. Warum eigentlich nicht? Ich mag diese Dinge einfach so. Generell liebe ich so Sachen, wo man einfach... kann ich darüber? Nein, warum nicht? Okay. Generell liebe ich einfach so Sachen. Die sind einfach schön. Und jetzt kann ich fliegen und weiß... Ja, kann jetzt alles selbst machen. Wunderbar. Wen haben wir hier? Verschlossen. Verzeiht. Kleine Dame, du siehst, sahst du der Lust... Was? Kleine Dame, sahst du der lustigen Ballons Gewimmel? Einhörner, die auf Bällen balancieren? Oder Zelte, die zu den Sternen strecken? Meint ihr vielleicht zum Himmel? Ich fürchte nicht. Verflixt, hier sitze ich nun, es ist bizarr. Verzeiht die Frage, was seid ihr, ein Narr? Werft einen Blick auf diese Notiz. Meint ihr etwa jenen Brief? Was ist das Gekritzel, das ich dort sehe? Ach, geh. Das ist Latein, wenn ich's recht verstehe. Rubella, teure Schwester, schwarze Nacht erfasst unser Land. In dunklen Zeiten muss einer erheben seine Hand. Darf sich nicht verstecken in den Wolkenpalast, sondern muss jonglieren mit den Wellen der Last. An der Pforte des Todes er strauchelt und fällt, doch tanzend triumphiert er über die Welt. Lachen oder nicht lachen, das ist die Frage. Die Antwort ist klar, mein Traum zu leben bin ich geneigt. Folge dem Wanderzirkus in die Ebene, bevor er aufsteigt. Liebe Schwester, sei einer Sache gewiss. Ich denke an dich, dein Bruder Tristis. Tristis brach unseren Akt entzwei, wollte eine Karriere als Einzelgänger. Ließ Rubella zurück, mich, Lemuras geistreiche Stimme. Meinst du nicht eher Sänger? Was auch immer, wir haben viel zu tun. Und verweilen dürfen wir nicht länger. Würdet ihr mich mitzunehmen geruhen? Meine Taschen sind gepackt. Finden muss ich meinen Bruder. Und retten seine doppelte, unsere doppelte Nummer. Akt. wisse, dieser Weg, er ist riskant, sehr brisant, doch verlangt. nee, Quatsch. Riskant mit Kreaturen, unbekannt in unser Land. Ich bin ein geübter Artist und komme schon klar mit diesem Quark. Mist. Ist schön. Das macht mich nicht verdrossen. Rubella hat sich uns angeschlossen. Rubella in der Not. Fertigkeiten. Können jetzt auch die Rubella haben. Okay. Ich glaube, die Rubella, was hat die denn eigentlich für Fertigkeiten? Verteidigen, Stärke aufwerten. Was haben wir hier? Schutz vor Leid. Ein anvisierter Verbündeter ist vor allen Statusleiden geschützt. Maximum LP. Was haben wir hier? Überrumpelung. Ein Sturzangriff.
Verteidigung aufwerten, Mana aufwerten, Magieresistenz, Leben, MP-Aufwertung, Heilung. Oh, warum nicht, aber... Na gut, ich würde sagen, die Rubella mache ich als... oder wer ist das? Ist die Aurora? Genau, die Rubella würde ich als Supporterin hier einsetzen. Wie lange bin ich denn schon in der Aufnahme? 45 Minuten schon. Boah, das geht viel zu schnell, Leute. Sag ich ganz ehrlich, ich bin hier total verliebt im Spiel. Ich hoffe, ich halte mich an die Stunde. Ansonsten muss ich halt gucken, dass ich... dass ich halt passe. Handeln, Hieb, Sternlicht, machen wir das. So, Überrumpelung, warum nicht? Okay, Wachstumsschub, der hat sein Tempo erhöht. Okay, das gilt also, das wird also gleichermaßen... Okay, ich verstehe. Da, Entschuldigung. Ich muss ja aufpassen, dass ich jetzt nicht in einem üblichen Let's Test bin. Sondern wirklich mit Facecam und allem. Weil normalerweise ist es halt so, dass ich immer hier hinten auf die Couch rumlümmel mit dem Anklipsmikrofon oder mit dem Stativ hier ein bisschen dran. Und zock das einfach mal ganz entspannt und wirklich easy, easy peasy. Aber da ich halt hier mit Overlay und so arbeite, dachte ich mir einfach, machst du auch mal die Facecam rein. Wenn es dazu ein Let's Play geben sollte, wenn es sich wirklich explizit gewünscht wird, dann vielleicht auch in diesem Overlay. Ich mag das einfach, das ist schön, das ist okay. Welch ein bombiges Abenteuer. Würde ich nicht das Zirkusgeschäft betreiben, wo eine leuchtende Karriere mich erwartet, würde ich bei euch stehen, beziehungsweise bleiben. Tut mir leid, Kamerad, ich will nichts mehr hören. Ich muss ein Publikum betören, bezirzen. Meinst du vielleicht betören? Ah, schön. Schön, 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 schön. So, was haben wir hier? Hier gibt es so viele Secrets. Hier müssen wir aufpassen, ich glaube... Ja, genau, die machen uns Aua. Das bedeutet, hier müssen wir schon ein bisschen tricky. Vonstatten gehen. Aber zum Glück kann uns der kleine Inkognitus helfen. Oder Inkognitus, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Aber hier muss man echt aufpassen. So, ungeschliffener Smaragd, was bringt der denn her? Der ungeschliffene Smaragd fügt Nahkampfangriffen Blitzschaden hinzu. Stark bei Wasser. Erhöht Erdwiderstand um 8%. Und wenn ich den hier einsetze, erhöht Max MP plus 2. Warte mal, vielleicht kann ich den der Rubella geben. Ich habe Fertigkeitspunkt, die Rubella. Heilung, warum nicht? Super. Dann ist die Rubella wirklich so eine kleine... Aua! Eine kleine Supporterin. LP Sternenstaub. Steigert die Lebenspunkte permanent um 5. Ja, das kriegt natürlich die Rubella... die Dingsbums. Steigert die Mana. Ach komm, kriegt das auch alles erstmal die Aurora. Steigert die Magie permanent um 3. Warum nicht? Ein Geschenk der Dame. Wozu sie gut ist. Rubella in Not, okay. Ich hau jetzt erstmal alles für die Kleine hier raus. Und dann gucke ich einfach mal, ob wir noch bessere Charaktere finden. Weil ich habe so das Gefühl, oder habe mir auch ein bisschen sagen lassen, dass es später vielleicht mehrere Charaktere gibt. Und, ja, die Aurora benutze ich dauerhaft. Weil das einfach hier die ist, die beim Spielen sind. Deswegen kriegt die erstmal alles von mir in den Rachen geschoben. Und die anderen Charaktere, die kriegen es dann, wenn ich mich für einen entschieden habe. Oha! Lichtstrahl. Auf den hier. Heilung. Ja, mach mal eine Heilung auf die Kleine. Das müsste eigentlich passen.
Boah, das ist eine. Da muss ich mit der Heilung sparsam sein. Weil ich so das Gefühl habe, dass sie doch sehr stark ist. Du sollst deine Krone nicht verlieren, Mädchen. Dann machen wir mal einen Hieb da drauf und hier auch nochmal einen Hieb da drauf. Und das sammeln wir mal ein, dann haben wir wieder Mana und Zeug. Ist der schon mal hinüber, das ist gut. Ach Mist. Okay, da kann ich eh nichts mehr machen. Dann würde ich mich hier unten auf den erstmal konzentrieren. Viel Damage macht die jetzt nicht, aber... Lichtstrahl. Dann müsste der kleine da unten auch hinüber sein. Ich glaube, die. Oh, ausgewichen. Oh, ist das mies. Nein, Rubella. Ah, ein Hieb entsandt. Ich um dich zu hauen, entzwei. Doch wenn ich mit dir fertig bin, bist du eh nur Blei. Dein Buff und Speed, das wird dich nicht retten. Darauf kannst du dich verwetten mit deinem netten Banketten. So, unterbrochen. Der frisst aber ganz schön. Also, ja, Überrumpelung, Schutz vor Leid, Heilung. Dann heilst du dich mal selbst und du machst mal einen Sternenstrahl. Das sollte eigentlich ausreichen. Oh, verheerender Damage. Ah, super. So, neue Fertigkeitspunkte, wunderbar. Erhöht die Chance, einen Angriff auszuweichen um 1. Ist vielleicht ganz gut. Dann haben wir hier Magieresistenz, Verteidigung, Stärke. Den Weg gehe ich weiter. Ich bleibe da einfach dabei. Oh, und jetzt möchte ich natürlich erstmal mal ein bisschen leveln. Oh nein, ein Geist! Komm, die haue ich dann einfach so drauf. Weil ich glaube, die sind jetzt nicht wirklich... Okay, Rubella, das war ganz gut. Der Kleine muss erstmal wieder was sammeln. Wunderbar. So, der ist hinüber. So, ein sehr langer Lichtstrahl. Kriegt Aua. Und jetzt Lichtstrahl Ahoi. Mana verbraten und das Zeug aufgesammelt. So, die Rubella hat einen Stufenaufstieg bekommen. Wunderbar. Ich habe ein starkes Heiltonikum gefunden. Und die Kleine hat einen neuen Fertigkeitspunkt. Warum eigentlich nicht? Warum mache ich hier unten das nicht weiter? Ich meine, ich kann es ja mal ein bisschen retarded probieren. Wenn es einen besseren Weg gibt, dann kann man den immer noch benutzen. Aber ich habe so das Gefühl... Ja, im letzten Test kann man da... Oh, ungeschliffener Smaragd. Kann ich da was herstellen? Kann ich den eigentlich wieder ablegen? Das wäre schön. Y entfernen, okay. Ich will mal was gucken. So, das gibt uns Lebenspunkte, das gibt uns Mana-Punkte. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich die miteinander kombiniere? Hergestellt, ungeschliffener Zinntirm, okay. Das bedeutet, fügt im Nahkampf Lichtschaden zu. Das ist eigentlich ganz cool. Erhöht die Chance auszuweichen um 5, wenn die Verteidigung eine Runde andauert. Okay. Und hier erhöht die Chance, die anvisierte dunkle Kreatur auf der Zeitleiste zurückzuwerfen. Oh, das ist eigentlich ein sehr gutes Teil. Ich weiß nicht.
Die Chance auszuweichen um 5, wenn die Verteidigung eine Runde andauert. Oder die anvisierte dunkle Kreatur. 5% ist natürlich nicht viel, aber ich denke mal, ich hau den hier rein. Den hau ich hier rein. Und sonst habe ich keine aktuell. Super. Überraschungsschlag. Oh, das wird ein Spaß. Handeln, Überraschung, Heilung, Schutz vor Leid. Ja. Das sind dunkle Kreaturen. Okay, okay, der kann von mir seinen Wachstumsschub haben. Okay, Rubella hat genug Lebenspunkte, um das... Der hier ist das hier unten. Hau mit dem mal zurück. Und dann hier noch ein Hieb drauf. Okay. Das nehme ich nochmal mit. Ja, Überrumpelung kurz. Okay. Hat die Aurora jetzt ein bisschen was auf die Glocke gekriegt, aber das passt schon. Wir machen es so. Die Aurora macht jetzt nochmal einen Lichtstrahl. Und die Rubella macht hier noch eine Heilung auf die Aurora. Dann sollte hier ordentlich Aua gemacht werden. Ich muss mal gucken, wie lange wir das machen. Ich habe jetzt noch nicht auf den Timer oder so geguckt. Ich weiß auch nicht ganz, wie lange. Wegen den ganzen Let's Tests. Ich will euch jetzt nicht mehr als eine Stunde zumuten. Aber bei manchen Spielen habe ich einfach Lust. Okay, das war ein verheerender Angriff. So, der hat sein Tempo wieder erhöht, aber... Doch, gibt der Aurora nochmal eine Heilung. Dann verlangsame ich das Vieh mal. Lang, sehr lang. Ne, normales Sternlicht. Das Ding wurde jetzt unterbrochen. Jetzt sind die Überrumpelung. Ah, das war ärgerlich. Nein! Ach Mist, jetzt wurde ich... Ach Mist. Ausgewichen ist das mies. Super. Oh, wunderbar, die Aurora Stufe 8. Schön. Lebenspunkte, MP, etc., etc. Und ein Fertigkeitspunkt. So, lass mich mal überlegen. Ausweichen, Prozent aufwerten. Das haben wir. Die Magie. Ja, warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht? So, kam ich von hier unten? Ja, ich kam von hier unten. Gucken, was passiert, wenn ich von hier oben komme. Okay. Ansonsten gibt es hier nichts. Ich versuche hier so viele Secrets wie möglich mitzukriegen. Na, komm. Lebenspunkte nehme ich immer gerne mit. Ja, super. Aber ich glaube, ich bin wieder voll. Bin ich eigentlich nach jedem Kampf komplett generell voll oder nur aktuell? Ich gucke auch mal hier oben nach, ob es... Genau, sowas habe ich mir gedacht. So, ich glaube, der Kleine hier ist extrem schnell. So, dann machen wir Handeln. Lichtstrahl. Warum nicht? Dann auf die Überrumpelung. Wunderbar, direkt One-Hit. Und das nehmen wir nochmal, das auch. Mist. Ach, Mist, hätte ich unten links das nicht genommen, sondern irgendwie anders.
dann hätte ich das ein bisschen dodgen können. Aber es macht nichts. Alles klar, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und die Rubella, heißt sie, glaube ich. Genau. Gruppe Rubella, genau. Ich verwechsel, ich denke immer, der Name hört sich so unscheinbar an. Magieresistenz, Stärke. Was haben wir hier? Verteidigung, Stärke braucht die jetzt erstmal gar nicht, finde ich. Weil ich die als Supporterin gerne beibehalten würde. Nein! Och, Mann! Jetzt habe ich das Glühwürmchen leider ein bisschen verkackt. Zaubertrank? Ja. Ich will trotzdem hier alles nochmal angucken. Och, schade. Schade. Sehr schade. Heiltonikum, was gibt's hier oben? Nicht viel. Hier haben wir was gefunden. Kommen wir hier rein. Verschlossen. Die Tür ist fest verschlossen. Das macht mich nicht verdrossen. Oh, wie schön, wie schön. Wie ich das doch verpöne. Da ist die Türe zu vor der Nase. Wie findet man denn diesen Fraß? Ist ein sehr schönes, melancholisches Game. Es gefällt mir sehr. Und wie schon gesagt, ich finde die einfach super. Schutz vor Leid, Verteidigen, Überrumpelung, Heilung. Machen wir erstmal eine normale Überrumpelung. Ich glaube, die Aurora kann eigentlich mit dem Sternenstrahl die Kleinen automatisch fertig machen. Hoffentlich nicht auf die Aurora. Okay, die hat sich selbst geheilt. Super. Trostlose Bö. Wie finde ich das so schön? So eine kurze Überrumpelung. Ja. Die mache ich langsam. Okay. Ah, okay. Die habe ich gewonnen. Ich habe eigentlich auf die andere gezielt. Oder ich wollte sie bekommen. Hab's aber irgendwie so ein bisschen verpeilt. So, ja, komm, Hieb. Das müsste eigentlich passen. Super, 480. Oh, die Aurora ist fast Stufe 9. Und die Dinger kann ich noch einsammeln. Diese Teile, wunderbar. Die Wünsche. Links zum Altar von Mathildas. Okay. Was gibt's hier wieder zu finden? Bloß weg mit dem Kleinen, bevor der mir wieder anfängt hier. Die Tour zu vermasseln. Gut, was haben wir hier? Komme ich da rein? Ist da wieder was zu finden? Oh, ungeschliffener Rubin. Hallo, ich würde gerne. Kann ich nicht, okay. Ach, warum nicht? Warum nicht? Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie dann noch wieder entfernen kann. Das wäre schön. Ansonsten. Jo. Kommen die wieder? Überraschungsschlag. Oh, der böse Wolf. Der böse Golf. Voll von der Seite. Backends, googles, Leute, googles. Radkäppchen und eine böse Golf. Haben
Das ist das Richtige gemacht? Nein, habe ich nicht. Kritischer Treffer, unterbrochen, okay. Sternlicht und Überrumpelung. So, der wird dann zurückgeworfen. Das ist super. Und jetzt ein Sternlicht. Super, neue Fertigkeitspunkt bekommen. So, Aurora braucht natürlich mehr Verteidigung, das ist klar. Okulis habe ich jetzt aktuell keine, die habe ich jetzt alle verbraucht. Okay, ich hoffe, ich kann die wirklich wiederbeleben. Wunderbar, also kann auch ein Charakter in Ohnmacht fallen, wir können ihn aber wieder erwecken. Glühwurm-Elixier, das ist okay. Das ist so ganz verdrossen. Die Türe ist verschlossen. Der Kleine nimmt mir das Wort aus meinen Gedanken in das... in den Hort. Ah, die haben sich wieder aufgeladen. So, muss ich jetzt wieder hier runter? Ungeschliffener Saphir. Was bringt der? Blitz, 5%iger Schadensangriff während des Zauberangriffs auszuweichen. Oh, ist eigentlich nicht schlecht. Damit lässt sich bestimmt irgendwas machen. Überraschungsschlag. Oh je, das wird wieder ärgerlich. Handeln. Lichtstrahl, sehr lang. Okay, 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 okay. Überrumpelung. Auf den. Wenn der das aushält. Wunderbar, dann machen wir die doch schon mal gleich. Ah, kann man nicht, wir können die nicht wirklich verlangsamen. So. Dann sammeln wir das mal. Das Überrumpeln. Sternlicht, mal gucken, ob das ausreicht. Aber ich glaube, Zauber... Verzeihung, Zauber ist jetzt nicht ganz so wunderbar. Ach, Mist, da habe ich das nicht. Die Aurora ist verlangsamt. Okay, der ist aber hinüber. Das kann ich auch. Du böser Wolf. Sternlicht und Überrumpelung. Ich glaube, die Rubella sollte ich als Strategiewaffe benutzen. So, den verlangsamen. Jetzt Überrumpelung und ein Hieb. So, jetzt kann der Kleine wieder sich ein bisschen aufladen. Ah, hat gereicht. Wunderbar. Ungeschliffener Saphir. Ja, ich glaube, diese ganzen Saphir-Sachen finde ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Warum ist da jetzt ein böser Wolf? Ich tue dir doch nichts. Aber warum tust du mir was? Überrumpelung. Den da. Dann kann ich den zurückwerfen, den verlangsamen. Ah nee, der Kleine ist... Boah, bösartiger Biss. Ist nicht so toll. Der verschnellert sich. Okay, dann haben wir den schon mal in Zaum gehalten. Das sammle ich jetzt noch auf für den Fall, dass wir jetzt hinüber machen. Wunderbar, okay. Ja, neue Fertigkeitspunkt. Rubella, ein bisschen Leben mehr. Warum eigentlich nicht? Nein, da war der Kleine. Ach, schade. Wir sind mit dem Fliegen auf jeden Fall schneller. Okay. Es kostet kein Leben, keine Energie, nichts. Das bedeutet, wir könnten es eigentlich machen, wie wir wollen. Gibt es hier irgendwas? Nein, okay. Man weiß es nicht. Hier haben wir auch was gefunden. Also, ich
glaube, alle vier Sachen abzugrasen lohnt sich. Na, siehst du? Greif mich nicht an. Ich bin lieb. Nein, da wollte ich auch gar nicht hin. Das sind wieder so Sachen, die den Status dauerhaft aufwerten. Das ist schön. Ja, da kann ich Überraschungsschlag machen. Ich mache erstmal die Geisterdame. So, die Sachen sammeln, weil es da noch ein paar Mana-Punkte gibt. So, Lichtstrahl, der braucht sehr lange, ist aber kein Problem. Die Rubella, Überrumpelung, den hier. Oh, super. Das wird jetzt ein bisschen zurückgeworfen, das ist okay. So, Handeln, Stern, nee, komm drauf. Wund auf, verwundbar durch Feuer. Super. Schön, freue ich mich. Ah, wir haben neue Inventar. Nein, Okuli nicht. Inventar, was haben wir hier? Ah, brauchen wir erst noch. Okay. Steige die Verteidigung permanent um 3. Das kriegt natürlich alles hier Aurora erstmal. Weil es einfach der Main-Charakter ist, den wir spielen. Ansonsten gucken wir mal. Warum habe ich jetzt die... Die Luft ist so mild, Herr Glühwurm. Inkolios? Aurora, wie groß ist deine Nadel? Hör auf, du redest abstrus. Warum macht man sich das von Ast zu Ast? Warum sprechen die so komisch? Also ich mag ja, dass die so komisch sprechen, das ist kein Thema, aber... Was besprechen die da miteinander? Okay, der Wolf ist hinüber. Betäubender Biss. Ich bin verlangsamt, ist nicht so toll. Okay. Warte mal. Kann ich da noch irgendwie ein bisschen Mana tricksen? Nein. Aber ich kann das hier benutzen. Dann kommt es auf das. Die Überrumpelung kommt hier drauf. Dann mache ich den bösen Wolf erstmal zuerst. Verteidigung schützt vor Unterbrechung, das ist mir schon klar. So, Überrumpelung auf den. Gut. Kann ich... Ne, ich kann nur noch Hieb machen. Die Aurora hat keinen Mana mehr. Ah, die sind nicht anfällig gegen Licht, deswegen macht es bei diesen Waldbewohnern keinen Unterschied. Ich verstehe. Okay, okay, okay. Okay, neuer Fertigkeitspunkt. Stärke, natürlich, Aurora-Mädchen, das machst du doch mit links. Du und ich, wir könnten Bäume sein. Sicher, das wäre fein. Ah, dann kommt auf einmal ein Mensch und sägt dich ab aus Gründen. Oh, das sieht schon ein bisschen gruselig aus. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Kann ich hier hoch? Irgendwie versteckt? Nein, da ist noch eine Spinne. Das ist kein Problem. So, Handeln, Lichtstrahl auf die Dame. Das müsste eigentlich ausreichen. Ausgelöscht. Oh, super. So, ich habe wieder Lebenspunkte. Ach, ganz normal drauf. Die ist ja... Oh, kritischer Treffer. Wunderbar. Super. Bella, das hast du super gemacht. Echt jetzt.
So, ansonsten. Ich versuche einfach. Genau, ich versuche einfach von hinten reinzukommen. Das hört sich jetzt falsch an. So, Lichtstrahl auf den da. Erstmal um den bösen Wolf kümmern, obwohl die Spinnen ja auch nicht unbedingt uneklig aussehen. Okay, und hier einfach drauf. So, hier noch ein bisschen Mana, falls ich das brauche. Nein! Das wollte ich auch eigentlich anders machen. Oh, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Verwundbar durch Feuer, das ist okay. Genau, das hat jetzt wunderbar funktioniert. Und jetzt hier einfach nochmal drauf. Wunderbar, dann ist der hinüber. Die blende ich jetzt ein bisschen, obwohl das... Ja, das hat genau gepasst. Oder? Ist egal, die sowieso. So, die Rubella ist wieder aufgestiegen. Und ich habe einen Zaubertrank gefunden. Neuer Fertigkeitspunkt. Ja, warum nicht hier? Das mache ich durchgehend zu Ende und guck, was dann hier noch kommt. So. Kann ich das irgendwie noch speichern? Weil ich glaube, wir haben langsam die Zeit erreicht. Ich habe mich bei dem... Ihr merkt es. Ihr merkt es, Leute. Bei dem Spiel verliere ich mich total. Ja, war ein schönes Giveaway, finde ich saugeil. Nur deswegen habe ich mir Ubisoft installiert und habe noch ganz andere schöne Spiele bekommen. Jo, wie lange sind wir denn schon am Aufnehmen? 1 Stunde und 16 Minuten. Da habe ich den Timer so einigermaßen gut getroffen. Ja, ihr merkt einfach, wie fesselnd das Spiel gerade ist. Also, ich hätte da bestimmt noch Stunden weiterspielen können. Ich musste mir immer so ein bisschen im Kopf aufrufen, ja, nur eine Stunde, ist jetzt 1 Stunde und 20 geworden, ungefähr. Und hier gibt's einen Trailer, Oh, wie geil. Den werde ich als Endscreen benutzen. Wenn ich daraus ein Let's Play machen sollte, werde ich das, was es hier im Spiel gibt, als Trailer raushauen. Mit der Musik. Das wird einfach schön, das passt einfach. Ah, super. Geil. Leute, macht's gut. Und ich hoffe, euch hat das Spiel so gefallen wie ich. Sagt Bescheid wegen dem Overlay, wie euch das so gefällt oder nicht. Kann auch einige Sachen ändern. Ich zeige euch das mal. Ich könnte theoretisch den Controller hier rausnehmen. Ich könnte theoretisch das hier rausnehmen. Ich könnte theoretisch den Blumenrand rausnehmen. Ich könnte theoretisch... Habe ich das fest eingebaut? Okay, das Logo habe ich fest eingesetzt. Okay, das kann ich nur mit dem Overlay rausnehmen. Naja, ihr wisst auf jeden Fall. Macht's gut, Leute. Ciao mit V. Bye, bye. Und wie viel Uhr haben wir es eigentlich? Boah, 9:30. Gute Nacht.